Salve a tutti. In diesem Film geht es um die Adidas. Und zwar im direkten Vergleich mal zu Puma und zu Nike. Also irgendwie hatte ich Lust drauf, das zu machen und deswegen mache ich das jetzt auch. Ich bin hier auf dem Tool der Hypo Vereinsbank One Markets. Und vor euch liegt der Chart der Adidas auf Wochensicht, eine Kerze, eine Woche, auf die letzten 5 Jahre. Und ich hole ihn jetzt mal ein bisschen näher her. Denn es ist super interessant, was hier momentan passiert. Und ich kann mir vorstellen, dass die Adidas vor größeren Bewegungen steht. Das erste ist, das hier haben wir das März-Tief. Und damit werde ich jetzt auch gleich die Puma und die Nike vergleichen. Ich habe hier nicht die Möglichkeit, irgendwelche Trends anzulegen. Kann ich nicht. Ist es nicht. Aber was auf den ersten Moment auffällt, und darauf möchte ich euer Augenmerk legen, ist die 200-Wochen-Linie. Adidas hat die schon berührt. Die liegt bei 248,76. Das ist wichtig, ja, weil ihr werdet gleich sehen, die anderen beiden sind davon weit weg. Adidas ist schwierig zu handeln. Ihr seht es hier an solchen Bewegungen. Im Tagesverlauf ist es noch viel schlimmer oder sowas hier. Ja, da gehen die da hoch, steigen wie verrückt und fallen sie danach wieder ab. Hatten wir hier auch nochmal ganz, ganz fetter Shootingstar und dann verließen sie ihn. Die ist also nicht einfach zu handeln. Aber das hat die von unten nach oben genauso. Also als allererstes mal wichtig, wir haben hier die 200-Wochen-Linie und wir sind am unteren Band. Die Technik ist weiterhin negativ über das MACD, nochmal wöchentlich, und auch über die wöchentlichen Oszillatoren. Das ist nicht so schön. Jetzt mache ich mal einen direkten Vergleich. Ich hole mir jetzt mal den Chart rein von Nike. Das ist der 5-Jahres-Chart von Nike. Ja, war ich schon mal ein bisschen fleißiger und habe ein paar Linien reingezogen. Und Nike, da kann ich einen ganz klaren Trend anlegen. Ja, der hat momentan 1, 2, 3, 4 Berührungspunkte. Der ist in Ordnung, kann ich machen. Das ist dieser blaue hier. Jetzt gucken wir, weil das habe ich eben bei Adidas noch nicht gemacht, aber jetzt gucken wir mal hier von dieser großen Bewegung, ebenfalls ab März letzten Jahres, sind die immer nur gestiegen und gestiegen und gestiegen. Das MACD fängt jetzt an, ein kleines Verkaufssignal auf Wochensicht zu geben über die traditionelle und über die moderne Sichtweise. Und auch die Stochastik ist negativ. Wir sind weit weg von der 200-Wochen-Linie, die sich momentan verbindet mit dem, das ist falsch rum, 38er, das ist falsch, das ist 61er Retracement. Und die sind noch weit weg von dem, Entschuldigung, das ist falsch, das ist nicht das 61er, sondern das 38er Retracement. Weit, weit weg. Aber ich kann so einen Trend anlegen. Also es ist ein Riesenunterschied im Chart. Gucken wir mal Puma. Das ist ebenfalls ein 5-Jahres-Chart hier. Und auch hier habe ich schon mal so ein paar Linien eingezeichnet. Puma, auch Aufwärtstrend, der ist in Ordnung. Da hängen sie gerade eben dran. Wir sind ebenfalls weit, weit weg von der 200-Wochen-Linie. Also die Puma und die Nike liegen stabiler im Chart. Das kann man auf jeden Fall jetzt schon sagen. Da ist also nichts, was man will. Wir sind hier leicht negativ über das MACD. Wir sind noch negativ über die Stochastik. Gehen wir zurück auf die Adolf Dassler. Ihr seht also, Adidas ist der Wert, der am tiefsten liegt, der am meisten korrigiert hat. Während die anderen beiden einen Aufwärtstrend haben, den man auch mit so einer Trendlinie zeichnen kann, hat Adidas überhaupt nicht. Kein bisschen. Adidas ist der einzige der drei Werte, der auf die 200-Wochen-Linie aufgesetzt hat. Grundsätzlich möchte ich jetzt schon behaupten, wenn der Markt fällt, wird die Adidas schneller fallen als die beiden anderen. Allerdings, wenn der Markt steigt, hat Adidas mehr Potenzial als Risiko. So, jetzt gehen wir mal in den Tageschart rein. Wobei, wenn ich mir das hier gerade eben anschaue, kann ich vielleicht dieses Niveau nochmal zeigen hier. Wir sind hier, oder vielmehr, wir haben hier ein sehr schönes Unterstützungsniveau. Ein sehr wichtiges Unterstützungsniveau. Das kommt hier von 2018 einmal, zweimal, dreimal. Dann sind wir durch und hoch. Ja, hier auch, wir sind durch und hoch. Das ist eine sehr, sehr wichtige Marke, der Bereich von 220. Also dann wird Adidas sehr interessant. Dann passt es auch alles. Ich möchte das jetzt hier schon mal zeigen. Das ist eine Liste, die ich gemacht habe im direkten Vergleich.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei Adidas liegt bei 115,70. Das hat mich heute Morgen überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe aber 5 verschiedene Seiten angeschaut. Das ist das arithmetische Mittel. Nike nur bei 47 und Puma sage und schreibe bei 202 Kurs-Gewinn-Verhältnis. Jetzt ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht unbedingt eine Zahl, die ich oder der ich nennenswerte Bedeutung beimesse. Das hier finde ich wesentlich interessanter. Das ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis. Und von den 3 genannten Werten hat Adidas das tiefste. Das finde ich gut. Nike ist weiter hoch und Puma ist auch leicht drüber. Dividende, ja, da geben die sich nicht allzu viel. Gut, Puma zahlt am wenigsten. Aber ich finde, ich persönlich habe noch nie eine Aktie nach der Dividende gekauft oder nach einer Dividendenstrategie. Das überlasse ich allerdings jedem selbst. Ich bin da nicht so dabei. Aber das sind so die Kennzahlen, die mir aufgefallen sind. Gehen wir jetzt nochmal auf den Tag. Das ist der Tageschart, also eine Kerze, ein Tag. Und hier sieht man, was ich meine. Die knallen hoch ohne Ende, als ob es keine Aktie mehr gäbe und am nächsten Tag will sie keine mehr haben. Wir haben hier solche Bewegungen, ja, super hoch und schließen in der Nähe des Tagestiefs. Hier haben wir auch so Dinger, geht sehr stark hoch, am nächsten Tag will sie keine mehr haben. Adidas ist schwierig. Ist wirklich schwierig zu handeln, das muss ich sagen, da braucht man schon Nerven oder einen langen Atem. Die 200-Wochen-Linie, die lag hier bei 248. Ihr seht jetzt hier, die haben fett verloren von 300 auf 250. Ja, ich mache es noch ein bisschen größer. Und das ist diese Linie hier. Ja, oftmals bestätigt, hier, das war im November letzten Jahres, nochmal im Mai letzten Jahr, oder diesen Jahres. Und da sind wir jetzt schon wieder dran. Von den MACD her, muss ich sagen, ist es jetzt grundsätzlich neutral. Da gibt es kein sinnvolles irgendwie Signal auf Tagessicht. Und die Stochastik fällt erneut weiter runter. Nochmals, ich kann es nicht oft genug sagen, Adidas ist schwierig. Was heißt das jetzt? Also ich behaupte nochmals, wenn der Markt fällt, wird die Adidas mehr fallen als die Puma und die Nike. Ich kann es auch so formulieren, aus den 3 Werten ist Adidas der spekulativste oder ist praktisch so eine Art Optionsschein auf die Aktien von Puma und Nike. Sollte der Markt aber steigen, dann glaube ich auch, dass Adidas ganz schnell sich bewegt. Sie hat die größere Volatilität von den 3 Werten, die wir eben genannt haben. Dann hat die auch mehr Potenzial. Dann kann die auch locker wieder hier auf die 300 gehen und dafür brauchst du dann 4 Tage. Das ist das, was den Wert so schwierig macht. Wir sind hier von den Bändern her negativ. Wir sind weit weg unter der 200-Tage-Linie, weit darunter. Also deutlich, wir haben etwa diesen Abstand hier, den wir hier vom Hoch haben, bis zur 200-Tage-Linie, haben wir jetzt nach unten ausgefüllt. Diese Unterstützung, nochmal hier bei 255, 250, ist sehr, sehr wichtig. Ich behaupte auch hier, wenn wir da drunter gehen und schließen mit einem Schlusskurs von sowas wie 245, ist die 220, das hatte ich vorhin hier reingemalt, Moment, die 220, das ist diese hier, ist das eine gute Unterstützung. Aber das ist so eine, da dürfen Sie bitte nicht drunter Unterstützung. Ich habe euch mal ein paar Scheine ausgesucht. Das geht ja hier so einfach auf dem Tool. Und zwar öffne ich die Derivatebox und lege hier. Ich gehe mal auf die K.O.-Produkte. Ich will einen Long machen in Adidas. Oder vielmehr einen Longschein haben und ich stehe auf die unlimitierten Scheine. Ich nenne euch 2. Der eine ist für den Fall, dass wir wirklich diesen Bereich um 250 verteidigen werden. Da gehe ich auf so etwas wie 235. Und da finde ich diesen hier. 234,52 ist im Moment ein 12er Hebel. Das ist die Kennnummer HR9REP. Heinrich Richard 9REP. Das ist der erste. Der zweite ist für den Fall, dass die wirklich hier deutlich herunterknallen. Also die 234 sind nur dafür gedacht, das sollte ich vielleicht dazu sagen, sind nur dafür gedacht, dass jetzt hier der Bereich um 250 hält. Und sie das letzte Zwischenhoch bei 266 überbieten mit Schlusskurs. Der ist nur dann dafür gedacht. Für den Fall, dass sie es nicht schaffen und schließen unter 200 oder um die 245, muss ich eine ganze Etage tiefer gehen. Und zwar bin ich dann da bei sowas hier. 219,09 im Moment.
Ihr wisst, die Knockout-Calls, die verändern jeden Tag ihre Basis. Das wird dementsprechend steigen. Das ist dann nur noch ein Hebel von 7 im Moment. Aber natürlich, wenn sie fallen, wird er höher sein. Und das ist die HW0SJP. HW0SJP. Weil wenn sie die 245 rausnehmen, muss ich davon ausgehen, dass wir im Bereich 220 irgendwo landen werden. 222, 225. Da kann man also mit warten. Von den Puts. Die äußere Range ist ganz klar hier der Bereich 300, ja, 305 sowas. Und da muss ich auch hier den Hebel etwas runternehmen und lande dann bei dem hier, 306,34. Das ist ein Fünferhebel mit der Kennnummer HR9NYK. Der ist dafür gedacht für Anleger, die ein bisschen Sicherheit brauchen, wenn wir unter die 245 gehen. Ich kann das Ding aber auch hochfahren. Und zwar mit diesem Schein hier. Das ist für den Fall, dass sie schnell unter die 245 gehen und dieses kleine Zwischenhoch nicht überboten wird. Das ist das hier, ein 273,62er, das ist ein 15er Hebel mit der Kennnummer HB1GD5. Also grundsätzlich gehe ich davon aus, die Adidas wird ein Trading Stop bleiben. Und wenn die sich mal bewegt, dann bewegt er sich auch locker um 10%, nicht nur an einem Tag, ja, sondern können die auch 2-3 Tage hintereinander plus oder minus 25% stehen. Ich kann mir vorstellen, dass das Spaß machen wird. Im direkten Vergleich von Puma und Nike muss ich sagen, sie sind absolut die spekulativsten, die mit der höchsten Volatilität, aber auch mit einer sehr schönen Gewinnerzielungsabsicht. Von daher, ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.